Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen. Es klappt! Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen Belager. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort. Und nimm diesen Krüppel mit. Getan! Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote! Jetzt musst du zu Hikaru! Niemals! Niemals! Wir bauen sie wieder auf! Und zwar sofort! Ihr seid nicht sicher! Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone! Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen! Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein! Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei, hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zur Kulrut. Gut. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Vielleicht sollte ich dort oben nachsehen, ob es allen gut geht. Diese Kaplanen suchen. Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Sie gehört zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Die Kulrut sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Äther. Fremde, der Häuptling wartet in der Arena, hinter dem Thron. Hier geht es wohl zur Arena. Ein weiterer Teil der Ruinen.
zu einem Kampfring umgebaut. Schauen Sie dir an. Sie wissen, dass ein Schlag kommt. Das könnte nützlich sein. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrut bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrut mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschelle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrut beginnt, musst du durchhalten. Der Hain, die Arena, alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulrut abhalten. Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier, beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Gut. Dieser Tiefland-Herausforderer kämpft gut gegen Menschen. Es ist klar, dass Hikaru Regala den Neuen bekämpft. Marschelle werden wieder antreten. Uns steht ein Kampf bevor. Man spürt es. Du wirst Mut für die kommende Schlacht brauchen. Da ist der Kuti mit seinen Schlägern. Klar. Seht, Kamerad. Streiterin des Häuptlings, welche Ehre. Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Aber wir müssen es schaffen. Doch schon. Wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulrut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich.
Hinakt! Die Kulrut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Lass die Beute los. Kämpfer, tretet vor. Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn. Greift aus der Luft an, so wie sie. Und holt euch den Ruhm. Wehrt sie ab! Verteidigt die Kulrut! Was ist das? Ich weiß nicht. Los, auf den Weg! Haltet die Stellung! Los! Ah!
müssen das Ding vernichten und Regala einholen. Hoffentlich feuern die Tinakern Verschüsse aus der Balliste.
Tja, hier im Häuptling. Sie alarmiert. Häuptling! 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 Häuptling!